Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. So, wieder zu Hause gelandet, neue Aufnahmesession. Und ja, ich habe jetzt noch mal nach den Knüppeln geschaut, weil ihr mir ja auch geschrieben habt, dass ich da einen falschen Aufsatz drauf habe. Aber tatsächlich nur bei der einen. Also die anderen habe ich den Aufsatz für die stumpfen Waffen dabei. Nur die, die ich hatte, die hatten falschen Aufsatz. Die werden wir auch direkt zerstören. Da habe ich irgendwie gepennt. Da habe ich irgendwie, war ich etwas Brain AFK. So, ich packe den Kram mal rein. Machen wir nochmal eine neue. Ich kann halt die Stahlkeulen noch nicht herstellen. Aber es kann auch sein, dass es dann halt mit denen ein bisschen einfacher wird. Lieben Dank für die Tipps wieder an Vendetta. So, hier haben wir Kesselflicker. Hier haben wir Gusstisch. Nee, ich musste Kesselflicker. Ich mach's jedes Mal. Ich verwechsel diese zwei Tische immer. So, und ich nehme eigentlich immer diesen Aufsatz. Fünf Stahlbahnen. Mal gucken. Ich habe auch ein bisschen was an Einstellungen geändert, weil ich ja jetzt hier viel mehr leveln kann. Da habe ich mich mal wieder ein bisschen schwächer gemacht. Gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Und auch wenn es die schwächsten T4 im Spiel sind, trotzdem hätte ich sie halt gerne eventuell mitgenommen. Also. Why not? Warum renne ich jetzt einen Umweg? Wäre ich beinahe schon wieder zu der falschen, ne? Ah, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. So, jetzt haben wir nämlich das Teil. Das packen wir jetzt hier drauf. Ja, I don't know. Wir probieren es erstmal mit den normalen. Weil irgendwie hat ja auch, haben ja auch die, meine Begleiter waren ja irgendwie auch zu stark. Also es war ja egal, ob die gekloppt haben oder ich. Ich glaube, ich habe jetzt allen nach der letzten Folge noch normale Keulen reingelegt. Genau. Mal schauen. So, ich wollte mal gucken, was unsere Nasen machen. Und dann vielleicht mal an den Bau des Baumhauses gehen? Ah, hier haben wir noch gar keine kleine reingelegt. Ich habe extra ein bisschen laufen lassen, damit die auch ein bisschen produzieren können. Haben wir noch eine kleine? Uns fehlt immer noch. Silbernase war es, ne? Bin schon ganz irre. Wie ganz irre. Steinnase. Ja, hier Silber fehlt noch ein. Oh. Nochmal vielen lieben Dank. Ein bisschen in eigener Sache für das zahlreiche Erscheinen bei meinen Streams. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich streame jetzt auch auf Twitch. Unter Twitch TV Shazadi unterstrich spielt. Und ja, da wart ihr das letzte Mal echt sehr, sehr zahlreich. Hier haben wir auch noch nichts verbessert, ne? Oh, wir haben noch so viel zu tun. Ich freue mich da jedes Mal wahnsinnig drüber und es würde mich auch freuen, wenn ihr weiterhin, ja, so viel auf Twitch mit zuschaut und dabei seid und man kann sich schön unterhalten, das ist schon was Feines. So, Dille. Steinnase, Steinnase, was? Steinnase. Ich bin irgendwie heute Morgen noch nicht ganz so. Einmal Kieselnase. Hier haben wir Silberstaub. So. Dann machen wir damit nochmal eine an, in der Hoffnung, dass wir noch eine Silbernase kriegen. Das können wir jetzt nur so lange probieren, bis es auch so ist.
Packen wir hinten rein. Ist sie schön für sich. So. Gut. Dann. Ja, schauen wir mal, ne? Das Baumhaus. Bevor wir anfangen, das Baumhaus zu bauen, ich wollte auch mal gucken, was wir so brauchen, um ein paar Zauber zu lernen. Dass wir da auch ein bisschen weiterkommen. Was brauche ich für den nächsten Zauber? Schmackhaftes Fleisch, 5 Leuchtschleim. Genau. Das ist nämlich das, was ich schon die ganze Zeit mich mal drum kümmern wollte. Weil da müssen wir ja auch ein bisschen Fortschritt machen. Ernsthaft? Jetzt habe ich kein schmackhaftes Fleisch. Nee, nur alles gekocht. Ja, müssen wir leider noch mal ein Reh töten oder sowas. Ups, falsch. Warte mal, Rehe waren ja auch hier hinten ganz viele. So, Dille. Tut mir ja leid, aber ich brauche ein bisschen. Sind alle weg? Nee, doch nicht. Ich brauche ein wenig schmackhaftes Fleisch von euch. So leid es mir tut. Oh, ich habe das Hasi ganz gelassen. Ach, sonst hätte ich wieder Ärger gekriegt. Sonst hätte ich doch wieder Ärger gekriegt. So, gucke. Schmackhaftes Fleisch. Alles gut. Hasi lassen wir ganz. So, dann passt das. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, die Wege sind schon ziemlich lang, wenn man sich so ausbreitet. Aber was soll's? Oh, ich bin der Katze gerade auf den Schwanz getreten. Oh, ups. Dahin. Hierhin. Da 5. Und 1. Abracadabra. Simsalabim. Fiedeldirö. Abysisches Reittier Nashorn. Die gar nicht lange bleiben und völlig sinnlos sind. Sprengdrüsen und Menschenfleisch. Oh, okay. Sprengdrüsen und Menschenfleisch. Ah. Menschenfleisch ist ja nicht so das Problem. Ja, die Sprengdrüsen, da bräuchte man ein paar Sandechsen oder sowas. Ich habe auch noch keine, oder? Wo habe ich denn den tierischen Kram hingepackt? Hier. Muss doch hier irgendwo sein. Da. Oh doch, da. Sprengdrüsen. Eine. Wow. Okay. Eine Sprengdrüse. Das ist nicht viel. Gut. Kümmern wir uns dann ein andermal drum. Dann nehmen wir uns jetzt doch ein bisschen Holz. Ein bisschen Stein. Und vielleicht ein bisschen Zwirn.
Und wir geben uns jetzt mal so leicht an die Architektur des Baumhauses. Ich weiß aber noch nicht so recht, wie ich das anfangen soll. Kann ich von hier? Jetzt ist natürlich auch die Frage, machen wir Sandstein, machen die Strukturen? Oder nehmen wir Strandgut? Oh, ich wollte da schon gerade drauf gehen und dabei hatte ich noch überhaupt keinen Pack an. Hier ist cool, oder? So auf der Höhe. Viel höher darf man nicht gehen wegen Meilen. Ja. So ist, glaube ich, ganz IO. Erstmal in der Mitte und dann 2, 2, 2, 2. Na, hat natürlich wieder an der Tür geklingelt und jetzt wurde es auch schon Nacht, aber jetzt wird es schon wieder Morgen. Und weiter geht's. Eins, so. Eins, so. So. Gut. Alles cool so, oder? Oh ja, nice. Wieder quer und oh nee. Nee, Leute, das geht nicht. Es tut mir leid, dass. Oh nein, jetzt habe ich genau den falschen. Ach, egal. Egal. So, jetzt müssen wir aufpassen, wie wir den setzen. Also. Damit das auch alles unten, damit das von unten richtig aussieht. Ihr wisst, wie ich meine. Die Monks unter euch wissen, was ich meine. Oh, das weiß, glaube ich, schon einer zu groß, ne? Egal, ich, Hallo? So. Das soll ja eh noch ein Ticken größer werden. So. Ah nein, jetzt achte ich schon wieder nicht drauf. Warum denn nicht? Mensch! Kann doch nicht sein. Welcher sitzt quer? Der. Mann. So. Jetzt alle richtig? Ja. Jetzt alle richtig. Vorsicht, nicht, dass die da unten dran snappen. Das wäre jetzt auch ein bisschen doof. So. Man neigt dann ganz schnell dazu, ja, einfach klack, 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 alles hinzuschnalzen und die Dinger drehen sich. Aber warum bleibt das nicht einfach in der Position? Weil das Spiel einen ärgern möchte. Machen wir mal hier noch eine Reihe hin.
Ich weiß auch noch gar nicht, was ich hier oben drauf packen will. Aber ich möchte einfach eine Plattform. Die Frage ist nur, kriegt man das? Nee, man kriegt das mit denen nicht ummantelt. Das wäre halt jetzt schön, ne? Wenn da jetzt noch ein Mäh. Man kann aber auch nicht durchfallen. Ah, ist das blöd. Warum kann man denn hier keine Strukturen ineinander bauen? Also ginge das theoretisch abzurunden nur so. Das ist irgendwie blöd. Ja, aber wenn nicht, was los? Dann machen wir das. Und mehr keine andere Wahl. So, hier unten können wir auf jeden Fall aber auch noch irgendwas Schönes hinstellen, draufstellen, wie auch immer. Wenn wir eine schöne Deko-Terrasse hier oben hin machen. Oder so. Das bietet sich halt an mit dem Baum, ne? Ich würde nur auch nichts Wichtiges hier oben draufstellen wollen. Mir fehlt Holz. Holz, Holz, Holz. Weil wir wissen ja, dass der Baum auch schon mal weg war. Nicht, dass er irgendwann noch mal einfach weg ist und das ganze Baumhaus ist weg. Und damit auch alles, was wir da oben drauf gebaut haben. Oh, falsch. Deswegen würde ich da oben auf gar keinen Fall irgendwelche wichtigen Sachen draufpacken. Nur hier irgendwie so ein schöner, vielleicht noch eine Art schöne Pagode irgendwie, so teilüberdacht oder so. Und das wäre auch nicht schlecht. So. Nice. Sehr, sehr cool. Wir haben ein schönes Baumhaus. Finde ich gut. Kommen hier direkt schön von der Terrasse da hoch. Cool. Also sieht es eigentlich doch ganz hübsch aus. So sieht es eigentlich dann doch ganz hübsch aus. Kann man so lassen. Finde ich gut. Dann machen wir schön Deko da oben drauf und so ein Gramm. Ja, das hat was. Dann müssen wir auch mal gucken. Ich habe überhaupt keine Wissenspunkte mehr, oder? Verfügbar 4. Moment, Aufwertung zu Abgrund können wir schon. Können wir den komplett aufwerten? 61. Aha. 180 gehärtete Ziegel. Habe ich da nicht das letzte Mal schon vorbereitet?
Für gehärtete Ziegel? Ja, dann würde ich sagen, nächste Runde machen wir hier noch ein bisschen schicki alles. Ja, auf jeden. Cool. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, unser kleiner Baumhausbau, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wie gesagt, schaut auch gerne mal bei den Streams auf Twitch rein unter Shazadi unterstrich spielt. Und ja, würde ich mich freuen, euch da mal zu sehen. Habt dann bis zur nächsten Folge eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.